Ja, zum dritten Mal in Folge darf Jonas Niedfeld im Sturm auflaufen. Damit hat der HFC wieder einen Zielspieler vorn. André Meyer schätzt Niedfelds Robustheit und vor allem seine Torgefahr. Jonas Niedfeld also ganz vorn und dahinter schaut es beim HFC so aus. Felix Gebhardt kehrte nach Bauchmuskelverletzung wieder zurück ins Tor. Davor die Viererkette mit Redemann und Vollert in der Innenverteidigung. Zazar soll im defensiven Mittelfeld aufräumen. Herzog daneben wird öfter auch mal nach vorn gehen. Und auf der rechten Außenbahn, das ist die zweite Änderung, beginnt Timur Geiret, trippelstarker Techniker für Stetschik. Er soll Niedfeld mit Vorlagen versorgen. Der HFC ist heimstark. Alle drei Saisonsiege feierten sie zu Hause. Mannheim dagegen das schlechteste Auswärtsteam, noch ohne Sieg in der Fremde. Den haben sie aber heute fest eingeplant. Sechste Minute. Der HFC sofort im Zweikampfmodus. Zazar holt sich den Ball. Da ist er wieder. Zazar, schönes Zusammenspiel mit Geiret. Niedfeld rüber auf Nico Hug. Die Seite ist frei. Das ist Zimmerschied. Tom Zimmerschied gegen Gulke. Gibt den ersten Eckball für Halle. Tom Zimmerschied. Stark in Form, 5 Saisontore bislang. Die Ecke wird Niklas Kreuzer ausführen. Standards ja eine Stärke in dieser Saison beim HFC. Redemann und Zazar kommt nicht zum Abschluss. Von Redemann springt der Ball zu Zazar und der kann die Kugel dann nicht kontrollieren. Einwurf Mannheim. Hug rutscht weg und dann legt er unfreiwillig auf für Martinovic. Der will Winkler in Szene setzen. Vollert klärt aber genau zu Laurent Jans. Mannheim führt. Durch ihren luxemburgischen Nationalspieler Laurent Jans. Ganz bitter für Halle. Erste Chance, erstes Tor. Hug rutscht weg und dann ist es kein Abseits. Vollert klärt aber eben genau zu Jans und der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft noch durch die Beine von Redemann zur Führung für den Waldhof. Der HFC aber vom Rückstand nicht beeindruckt, spielt weiter mutig nach vorn. Zimmerschied. Sieht Niedfeld, der als Wandspieler zurück zu Zimmer schießt. Und dann wollen sie einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Bickel sagt nee. Und das hat er super gesehen. Richtige Entscheidung, weil Gulke hier den Ball spielt. Das ist ziemlich mutig, im Strafraum so hinzugehen. Aber wenn man es so macht wie Gulke hier, zack, ist alles ganz sauber. Viertelstunde vorbei. Mannheim mit Berkantas, der kann erstmal aufdrehen im Zusammenspiel mit Wagner. Berkantas, Neuzugang von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Bislang aber ohne Torbeteiligung. Hier ist Vollert aber nicht mehr dran. Christian Neidhardt hat seiner Mannschaft mehr Urlaub versprochen, wenn sie die englische Woche mit 3 Siegen abschließen. Bislang sieht es ganz gut aus. Gebhardt. Bisschen verunglückt, aber Kreuzer geht zurück, holt sich den Ball. Geiret, schöne Verlängerung für Niedfeld mit der Hacke für Aljas Zazar. Vertändelt da. Der defensive Mittelfeldspieler ärgert sich. Nicht leicht, den Ball da zu kontrollieren. Er kommt dann hier bei diesem Zweikampf ein bisschen aus dem Rhythmus und dann ist Bahn zur Stelle. André Meyer, sein Team bislang ziemlich fahrig. Es fehlen die klaren Abschlüsse. Aber der HFC weiter mutig versucht, Mannheim immer wieder im Spielaufbau zu stören. Wie jetzt Niedfeld. Super Grätsche gegen Gulke. Weiter für Nico Hug. Nico Hug, was ist das? Oh, hat da 2 Gedanken im Kopf. Hätte abspielen können oder eben selber schießen. 2 Gedanken sind oft einer zu viel. Nico Hug vergibt diese gute Möglichkeit. Halle nervt Mannheim weiter im Spielaufbau.
Und es folgt die Balleroberung durch Zaza. Erstmal hinten rum über Gebhardt. Und der mit der Konzentrationskatastrophe. Schlampig gespielt, Winkler. Kopf ist hoch. Wer ist da? Da ist er. Das! Top-Chance, Mannheim. Eingeleitet. Sieht man selten von Felix Gebhardt durch seinen schludrigen Pass. Aber ganz entscheidend dann. Die Grätsche von Vollert blockt den Schuss von Tastan. Ganz entscheidend hier zu sehen. Siebenunddreißigste Minute. Jetzt mal über die linke Seite. Landgraf. Niedfels. Winkler, was macht er? Der lässt Zaza schießen und dann schreit ein ganzes Stadion. Elfmeter und Felix Bickel gibt ihn. Und dazu noch Gelb für Julian Riedel. Und der versteht die Welt nicht mehr. Julian Riedel hatte schon beim 0:5 gegen Osnabrück einen Handelfmeter verursacht. Rossipal sagt, der Arm, lieber Schiri, der war angelegt. Und es ist eine extrem knifflige Entscheidung. Aus dieser Einstellung ist der Arm angelegt, aber in der zweiten Zeitlupe geht der Unterarm leicht raus, blockt damit den Schuss von Zaza, der hier ganz entscheidend nachsetzt, übrigens gegen Winkler. Das hat er erzwungen und so gibt es eben Elfmeter für Halle. Kreuzer gegen Ferl hat er getroffen, links halb hoch, am Montag gegen Osnabrück unten rechts. Niklas Kreuzer gegen Morten Behrens, dem Ex-Magdeburger Keeper. Kreuzer mit der Chance zum Ausgleich, genutzt! Und dann fallen dann noch ein paar unschöne Worte. Gibt eine kleine Talkshow. Am Ende noch Gelb für Niedfels. Aber der Elfmeter, der ist astrein verwandelt. Ganz souverän. Drittes Saisontor für Kreuzer. André Meyer, sein Team, ist zurück. Kurz vor der Halbzeit nochmal Ecke Rossipal, einer der stärksten im Team der Mannheimer. Sonne steht tief und dann Landgraf. Klärt er mit dem linken Fuß, holt die Bäckerfaust raus. Niklas Landgraf verhindert die erneute Führung für Mannheim. Aber noch ist nicht Halbzeit. Kreuzer darf noch mal einen Freistoß ausführen. Alle sind sie mit vorne. Vollert und Redemann, die langen Innenverteidiger. Und natürlich auch Jonas Niedfeld. Der verlängert auf Zimmerschieds. Rossipal geht hinterher, Zimmerschied, traut er sich ins 1-1. Na klar, Tom Zimmerschied, Behrens Niedfeld. Halle dreht das Spiel und er hat alles richtig gemacht, ihn zurück in den Sturm zu befördern. Jonas Niedfeld, was für ein Torriecher. Zweites Stürmertor im dritten Spiel. Entscheidend aber, Tom Zimmerschied, der aus dem Stand explodiert und seine Technik zeigt. Dann kann Behrens nur nach vorn abklatschen und Niedfeld ist genau an der richtigen Stelle. Jonas Niedfeld, wir schauen noch mal genau drauf. Hier die Verlängerung. Dann sieht er, dass Zimmerschied gleich in den Zweikampf geht. Er erahnt es, er erspürt es, will den Ball, kriegt ihn und macht ihn rein. Zweite Hälfte. Halle mit deutlich mehr Energie aus der Pause als am Montag gegen Osnabrück. Geirrt oder Niedfeld? Niedfeld überlässt Geirrt. Der guckt, der sieht Zimmerschied. Tom Zimmerschied! Krönt seine Leistung mit dem 6. Saisontor. Tolle Vorarbeit von Geirrt. Und dann Zimmerschied. Beidfüßigkeit kann so glücklich machen. Mit rechts angenommen und mit links abgeschlossen. Zimmerschied, 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 Zimmerschied.
Es läuft für den HFC gegen den Letzten in der Auswärtstabelle. Gulke. Geirath lässt gut den Fuß stehen. Und dann hat er den Ball zurück. Gulke kommt von hinten. Und ja, der hat schon gelb gesehen. Kurz nach dem 1-1 wegen Meckerns. Und jetzt kassiert er gelb-rot. Korrekte Entscheidung von Felix Bickel. Halle also noch eine halbe Stunde in Überzahl. Gerrit Gulke schon vor zwei Wochen gegen Essen mit einem Eigentor. Jetzt der Platzverweis. Aber der ist unstrittig. Super Zuspiel von Niedfeld. Und dann mit letzter Kraft umklammert er den Geirath. Klare gelbe Karte. Der anschließende Freistoß. Kreuzer oder Geirath. Kreuzer, das kann er deutlich besser. Dann nochmal Zaza. Vergess mal. Minute. Mannheim will jetzt unbedingt den Ball, aber Halle bleibt cool, versucht sich aus der Umklammerung zu befreien. Hier nicht ganz gelungen, aber dann sind sie wach. Balleroberung, Zimmer schießt. Oh, das ist ein super Anspiel auf Jonas Niedfeld. Jonas Niedfeld, das 4:1 so nah, entschuldigt sich bei Stetschik. Das Anspiel wäre hier möglich gewesen. Und dann verzieht er knapp. Halle macht aber weiter. Mannheim bietet dem HFC nun viele Räume an und der weiß sie zu nutzen. Stetschik eingewechselt. Da ist Geirath. So nah war noch nie an seinem ersten Saisontor Timur Geirath. 14 Treffer, letzte Spielzeit, allerdings in der Regionalliga für die zweite Mannschaft von Hertha BSC. 77. Minute. Halle hält Mannheim weiter vom Tor fern. Niedfeld immer wieder lässt er sich fallen, verteilt dann klug die Bälle. Da kommt Aljas Zaza. Immerhin ein Abschluss, so verhindert man auch einen Konter. Aljas Zaza, der starke Neuzugang beim HFC. Dann geht Jonas Niedfeld vor Monaten noch angefeindet in den sozialen Netzwerken. Jetzt bekommt er viel Anerkennung. Bolücki kommt für ihn. Nachspielzeit. Stetschik gegen Segert. Vektor, das ist mein Ball. Stetschik und da ist schon Bolücki. Oh nein, Behrens überragend, aber egal. Halle gewinnt mit 3:1. André Meyer oben auf und Sabrina Brabowski hat bei den Protagonisten nachgefragt. Jonas Niedfeld, ja, so ein Stürmerleben, das macht schon Spaß, oder? Ja, wenn man dann natürlich Tore schießt und viele Bälle kriegt, die festmachen kann, macht das extrem viel Spaß und dann am Ende auch die 3 Punkte holt. Die Heimspiele momentan sind sehr, 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 sehr schön. Mit Spiel entscheidend das fragwürdige Handspiel von Julian Riedel. Der Knackpunkt für Mannheim im Spiel. Oben ist es ein bisschen einfacher, da gibt es den Videoassistenten, da guckt man dann 27 Mal drauf und irgendwann wird entschieden, ja, Hand, nein. Mal ist es die Regel von der eigenen Körperfläche an Arm, das ist dann unabsichtlich, mal ist es die Regel, die Saison darauf ist es wieder absichtlich. Ich bin jetzt die Saison das zweite Mal der Idiot, der entweder die Arme falsch hält oder halt, angeschossen wird. Aber klar, das ist ein Bruch im Spiel, dann steht es 1-1. Was uns dann halt nicht passieren darf, dass du 2-1 kurz vor der Halbzeit kriegst, weil sonst gehst du halt mit dem 1-1, das ist wie 0-0, gehst halt in die Halbzeit und hast du noch 45 Minuten. Und so wächst halt eigentlich eine tote Mannschaft wieder auf. Und die zeigt durch Tom Zimmerschied kurz nach der Halbzeit das schönste Tor des Tages. Timo Geirath hat ein super Auge gehabt, hat gesehen, dass ich in die Tiefe laufe, spielt mich perfekt an und da habe ich den Ball auf meinem schwachen linken Fuß liegen und sehe, dass der Torwart eigentlich nichts anbietet außer die Beine und habe ihn dann versucht unten durchzuschieben und ist mir dann gelungen und ja, das war das. Hast du es gerade richtig verstanden? Schwacher linker Fuß, ja? Ja, also ich bin Rechtsfuß und deswegen habe ich versucht, den einfach aufs Tor zu kriegen und die einfachste Variante war dann meiner Meinung nach, den durch die Beine zu schieben und das hat ja dann auch gut funktioniert. Und so feiert Halle den 4. Heimsieg und verschafft sich erstmal ein bisschen Luft im Abstiegskampf.